Heute für euch der echte Grund, warum Fox Feder Harry und Voldemorts Zauberstäbe gewählt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Harry Potter, Dumbledores Phönix Fox, Zauberstabkunde und Lord Voldemort. Genauer gesagt werden wir hier ein paar Dinge untersuchen. Warum Fox Phönixfeder sich für Voldemort entschieden hat und warum Fox Phönixfeder auch Harry auswählte. Wir wissen, dass Fox Schwanzfeder sowohl für Harrys als auch für Voldemorts Zauberstab genutzt wurde und ich habe eine ziemlich krasse Theorie gefunden, warum das so ist. Harry holt seinen Zauberstab zum ersten Mal in Ollivanders Zauberstabladen ab, gleich zu Beginn des Steins der Weisen, während er Schulsachen für Hogwarts besorgt. Ein Zauberstab ist der Gegenstand, durch den eine Hexe oder ein Zauberer ihre oder seine Magie kanalisiert. Er ist aus Holz gefertigt und enthält einen Kern mit magischer Substanz. Die von Ollivander hergestellten Zauberstäbe haben Kerne aus Phönixfedern, Einhornhaar oder Drachenherzfaser und sind von unterschiedlicher Holzart, Länge und Biegsamkeit. Wie oben gesagt, gibt es Zauberstäbe in einer Vielzahl von Formen, Farben, Größen, Biegsamkeiten und Materialien. Die wichtigsten Parameter, die die einzelnen Stäbe unterscheiden, sind Länge, Holzart und schließlich die Art des Kerns. Jedes Element ist genauso wichtig wie das andere und diese Kriterien sind Teil des Grundes, warum jeder Zauberstab so einzigartig ist. Tatsächlich gibt es eine beträchtliche Anzahl von Kombinationen. Harry erhält schließlich einen 11 Zoll Zauberstab aus Holz mit einem Kern aus Phönixfedern. Wichtig ist hier aber, dass er ihn nicht einfach bekommt, sondern dass der Zauberstab ihn wählt. So funktionieren Zauberstäbe und das ist Teil der engen Bindung zwischen Hexe und Zauberer und Zauberstab. Der Zauberstab kann immer auf den Zauberer zurückgeführt werden. Zauberer und Zauberstäbe haben eine fast symbiotische Beziehung und deshalb funktionieren manche Zauberstäbe bei bestimmten Menschen einfach überhaupt nicht. Doch bevor er den Zauberstab fand, der ihn auswählte, probierte Harry viele andere aus. Er hatte keine Ahnung, worauf Mr. Ollivander wartete. Der Stapel der ausprobierten Zauberstäbe wurde auf dem spindelnden Stuhl immer höher, aber je mehr Zauberstäbe Ollivander aus den Regalen zog, desto glücklicher schien er zu werden. Kniffliger Kunde, was? Keine Sorge, wir werden hier schon irgendwo das Passende finden. Ich frage mich jetzt, ja warum nicht? Ungewöhnliche Kombination. Stechpalme und Phönixfeder, 11 Zoll, schön und geschmeidig. Harry nahm den Zauberstab. Er spürte eine plötzliche Wärme in seinen Fingern. Er hob den Zauberstab über seinen Kopf, ließ ihn durch die staubige Luft sausen und ein Strom aus roten und goldenen Funken schoss wie ein Feuerwerk aus dem Ende und warf tanzende Lichtpunkte an die Wände. Hagrid johlte und klatschte und Mr. Ollivander rief, oh bravo, ja in der Tat, oh sehr gut, sieh an, sieh an, sieh an, wie seltsam, wie sehr seltsam. Und das Merkwürdige an dieser Situation ist, dass der Bruderkern von Harrys Zauberstab im Zauberstab einer anderen Figur steckte, die ihr vielleicht kennt, Lord Voldemort. Ollivander legte Harrys Zauberstab zurück in die Schachtel und wickelte ihn in ein braunes Papier ein, immer noch murmelnd, seltsam, seltsam. Entschuldigung, sagte Harry, aber was ist so seltsam? Mr. Ollivander starrte Harry mit einem blassen Blick an. Ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich je verkauft habe, Mr. Potter. An jeden einzelnen Zauberstab. Zufälligerweise hat der Phönix, dessen Schwanzfeder in ihrem Zauberstab steckt, eine andere Feder, die in einem anderen Zauberstab steckt. Nur in einem anderen. Es ist wirklich sehr merkwürdig, dass sie für diesen Zauberstab bestimmt sind, wodurch sein Bruder sie mit dieser Narbe gezeichnet hat. Harry schluckte. Ja, 13,5 Zoll, Eibenholz. Es ist in der Tat seltsam, wie diese Dinge passieren. Der Zauberstab wählt den Zauberer. Denken Sie dran. Ich denke, wir können große Dinge von Ihnen erwarten, Mr. Potter. Immerhin hat er, dessen Name nicht genannt werden darf, Großes getan. Schrecklich, ja, aber groß. Wie kommt es also, dass Voldemort und Harry am Ende denselben Zauberstabkern haben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Zauberer, deren Schicksale miteinander verbunden sind, am Ende mit Phönixfedern denselben Kern teilen? Wir wissen später in der Geschichte, dass die gemeinsame Nutzung eines Zauberstabkerns durch Harry und Voldemort unweigerlich ein wichtiger Handlungspunkt sein wird. Der Grund dafür ist der Effekt, der entsteht, wenn die beiden Zauberstäbe im Kampf gegeneinander eingesetzt werden. Sie werden nicht richtig gegeneinander funktionieren, sagte Dumbledore.
Wenn die Besitzer der Zauberstäbe sie jedoch zwingen, gegeneinander zu kämpfen, wird ein sehr seltener Effekt eintreten. Einer der Zauberstäbe wird den anderen dazu zwingen, die von ihm ausgeführten Zaubersprüche wieder einzusetzen, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Der Jüngste zaubert zuerst und dann die davor. Es war also aus Plot-Perspektive immer wichtig, dass die beiden einen gemeinsamen Zauberstabkern haben. Aber warum ist es sonst so relevant? Und wenn Harry und Voldemort so unterschiedlich sind, wie kann es dann sein, dass sie mit Bruderkernen enden? Laut Pottermore kann über Phönixfederkerne Folgendes gesagt werden. Phönixfedern sind zu der größten Bandbreite an Magie fähig, auch wenn sie länger brauchen als Einhorn- oder Drachenherzfasern, um dies zu zeigen. Sie zeigen die meiste Initiative und handeln manchmal aus eigenem Antrieb, eine Eigenschaft, die viele Hexen und Zauberer nicht mögen. Phönixfedersterbe sind immer die wählerischsten, wenn es um ihre potenziellen Besitzer geht, denn das Wesen, dem sie entnommen wurden, ist eines der unabhängigsten und losgelösten Wesen der Welt. Wenn Phönixfederkerne die wählerischsten sind, wenn es um potenzielle Besitzer geht, welche Gemeinsamkeiten haben Harry und Voldemort, die eine Auswahl durch den Zauberstab verlocken könnten? Wir lernen Fox im Laufe der Harry Potter Geschichte kennen und lieben, und es besteht keine Chance, dass seine Feder möglicherweise Voldemort wählen könnte, oder? Nun, an dieser Stelle wird es etwas kompliziert. Ich denke, die einfache Antwort ist, dass wenn Voldemort auch in Ollivanders Laden gehen würde, Voldemort und nicht Tom Riddle, dann wäre er nie von der Phönixfeder auserwählt worden. Aber die Wahrheit ist, dass Tom Riddle, als er Ollivanders besuchte, ein kleiner, talentierter Junge war und kein bösartiger Lord Voldemort. Sein Weg war immer noch, wenn auch unvermeidlich, steinig, unklar, und das bedeutete, dass es Hoffnung gab für diesen Jungen. Außerdem besaß Tom Riddle ein unglaubliches Maß an magischen Fähigkeiten, was zweifellos für den mächtigen Phönixfederkern verlockend war. Der Kern spürte die Macht und er wusste, dass er mit diesem Zauberer Großes vollbringen konnte. Er wusste, dass diese große Macht ein enormes Potenzial hatte, um Gutes zu tun. Es hat sich halt leider nur nicht so entwickelt. Wenn man bedenkt, dass der Phönix das Symbol für Tod und Wiedergeburt ist, ist es nur logisch, dass er jemanden wie Voldemort auswählt, einen Mann, der davon besessen ist, den Tod zu vermeiden. Ähnlich wie der Phönix, der aus seiner eigenen Asche wiedergeboren wird, verankerte Voldemort sein eigenes Leben, indem er seine Seele in Gegenstände platzierte, die ihn an die sterbliche Ebene binden und ihm die Wiedergeburt ermöglichen. Kommen wir zum Fazit. Was Harry betrifft, man kann, glaube ich, nicht leugnen, dass er zu Großem bestimmt war. Man kann auch nicht die Ähnlichkeiten übersehen, die Harry und Voldemort in ihrem früheren Leben hatten. Beide waren Waisenkinder mit gemischter Herkunft und hatten einen schwierigen Start ins Leben und suchten beide nach ihrem Platz in der Welt. Aber lass mich kurz für einen Moment eine etwas verdrehte Perspektive aufzeigen. Der einzige Grund, warum die Foxfeder Harry auswählte, war wegen seiner Verbindung zu Lord Voldemort. In der Nacht, in der Voldemort Harrys Eltern tötete, heftete sich ein Stück von Voldemorts Seele an Harry und zementierte so die Verbindung zwischen ihnen. Aber ich möchte hier andeuten, dass der Kern im Zauberstab, der Harry ausgewählt hat, ihn nur wählte, weil er sich zu dem parasitären Teil von Voldemort innerhalb von Harry hingezogen fühlte und nicht zu Harry selbst. Und der dunklere Teil dieser Theorie würde bedeuten, dass Harry nicht wirklich dazu bestimmt war, groß zu werden und Großes zu vollbringen. Interessanterweise war der einzige Grund dafür, dass Harry Potter groß war oder in irgendeiner Weise relevant oder eine interessante Person, Tom Riddle. Und das war's mit diesem Video. Was meint ihr dazu? War Harry dazu bestimmt, von der sagenumwobenen Phönixfeder auserwählt zu werden, oder war es nur wegen seiner Verbindung zu Tom Riddle alias Lord Voldemort? Schreib es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.